Minasana ist die Stellung des Meisters Mina. Mina ist einer der Namen der in der Hatha Yoga Pradipika erwähnten großen Gurus des Hatha Yoga, von denen es heißt, dass sie mit der Praxis von Hatha Yoga zu Siddhas geworden sind, zu vollkommenen Heiligen. Wie geht diese Stellung? Komme auf die Zehenspitzen. Sitze dabei auf den Fersen und gib die Knie auf den Boden. Gib dann die Hände auf die Knie und beuge dich ganz sanft nach vorne und konzentriere dich dann auf den Punkt zwischen den Augenbrauen oder die Scheitelgegend. Diese Stellung ist eine gute Stellung zur Dehnung der Fußsohlen, eine schöne Stellung, um die Fußreflexzonen sanft zu massieren. Eine schöne Übung, auch gerade im Winter, gegen kalte Füße. Minasana ist auch ein Teil einer dynamischen Übung, wo du zunächst so auf den Fersen sitzt, mit den Zehen eingekrallt, und anschließend kannst du die Füße ausstrecken, die Fußrücken auf den Boden geben und dann die Knie heben, und auf dem Fersen sitzen und die Knie heben und das etwa 5 bis 8 Atemzüge lang halten und danach wieder zurückkehren zum Minasana. Dieser Wechsel von Dehnung des Fußrückens und Dehnung der Fußsohlen ist gut für die Durchblutung und die Entspannung der Füße und damit gut für den ganzen Organismus, weil in den Füßen Reflexzonen für den ganzen Körper sind.